Hallo, mein Name ist Heike Bartsch. Ich bin stellvertretende Ortsvorsteherin in Lindenholzhausen und Stadtverordnete im Limburger Stadtparlament. Heute möchte ich Sie zu einem Rundflug über unser Sängerdorf einladen. Viel Vergnügen! Lindenholzhausen, unser Sängerdorf. Die kleinste Festspielstadt Deutschlands ist bekannt für seine Vielfalt an Sängerinnen und Sängern. Alle 6 Jahre lädt der Stadtteil zum allseits bekannten Harmoniefestival ein. Das internationale Event, welches bisher über 1500 Chöre aus 60 Ländern geladen hat, erfreut sich über teilweise 10.000 musikbegeisterte BesucherInnen. Das mineralhaltige Wasser des Sauerborns erfreut sich großer Beliebtheit als Haustrunk. In den vergangenen Jahren jedoch drohte der Brunnen zu versiegen. Durch den Einsatz von engagierten BürgerInnen sowie eine Leitungserneuerung im April 2020 konnte dies behoben werden. Seitdem sprudelt die Quelle wieder zuverlässig. Ein weiteres großes Anliegen der Lindenholzhäuser Bevölkerung ist die Ortsumgehung der Bundesstraße B8, welche direkt durch den Ort führt. Seit Jahren schon setzt sich die SPD für die Umsetzung der geplanten Umgehungsstraße ein. Im Herbst 2020 gab der hessische Verkehrsminister, der dieses Projekt seit Amtsbeginn verhindert hatte, seine Blockadehaltung auf. So können die EinwohnerInnen von Lindenholzhausen in nicht allzu ferner Zukunft auf eine Umgehung der Bundesstraße hoffen, welche die AnwohnerInnen von krankmachendem Lärm und Feinstaub schützen wird. Ich hoffe, unser Rundflug hat Ihnen gefallen. Schauen Sie sich auch gerne unsere anderen Videos an. Noch eine Bitte. Gehen Sie am 14. März zur Wahl. Geben Sie Ihre Stimme der SPD und unserem Bürgermeister Dr. Marius Hahn. Vielen Dank.